Ja, willkommen zurück bei Silence the Whispered World 2, hier bei der neuen Folge heute auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir ja nochmal dieses ultra traurige, oder was heißt traurige, eigentlich so ein sehr bewegendes, eine sehr bewegende Unterhaltung zwischen Noir und Rini gehabt. Aber die habt ihr ja bestimmt gesehen. deswegen spielen wir jetzt einfach mal direkt weiter. Ist da was zu essen drin? Nicht mehr. Damit wir auch weiterkommen hier. Wir können mit den beiden reden. Könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser reden? Rini schläft. Und schmeißt mal die Botschaft rüber. Nein, vergiss es. Lass sie ihn lesen, er wird sie sowieso nicht verstehen. Von mir aus? Hier, lesen musst du schon selber. Das ist eine blöde Kuh. Das ist übrigens dein Geheimversteck, oder was? Mich zu befreien, folgt mir vom Camp aus am Krater vorbei. Mit dem Herzschlag im Rücken, das Licht des Untergangs im Blick, erwarte ich euch dort, wo der Abgrund nicht tiefer sein könnte. P.S. Der heilige Gral ist unser. Mit so einer Beschreibung kann man nicht mal seinen eigenen Hintern finden. Du vielleicht nicht. Das Papier stinkt schlimmer als... Okay, egal. Ich finde raus, wo dieser Janus steckt. Wo ist Rini? Wer ist Janus überhaupt? Ein guter Freund. Das mit dem Herzschlag im Rücken verstehe ich nicht. Das ist eine Umkehrung. Vielleicht ist ja auch ein echter Herzschlag gemeint von jemandem, der hinter einem steht. Das ist ganz sicher eine Umkehrung. Okay. Was können wir denn hier noch so tun? Außer mit den beiden zu reden. Die Rebellen haben Schwierigkeiten. Ja, sieht so aus, als ob sie Hilfe dabei benötigen. Mit dem Untergang muss nicht unbedingt die Sonne gemeint sein. Was denn sonst? Zum Beispiel Kalimar? Kalimar? Kalimar geht nicht unter. Nicht solange wir am Leben sind. Dieser Abgrund könnte ja auch metaphorisch gemeint sein. So als innerer Abgrund. Vielleicht meint Janus ein Ort, an dem man sich an jemanden erinnert, den man geliebt hat. Vom Honigbaum kommen wir doch gerade. Wenn Janus dort gewesen wäre, dann hätten wir ihn doch gesehen. Dieser heilige Gral. Was meint Janus damit? Keine Ahnung, vielleicht irgendwas Religiöses? Janus ist ein sehr gläubiger Mensch. Danke übrigens, dass du Rini heil hierher gebracht hast. Ich muss mich bei ihr bedanken. Ohne sie wäre ich entweder von der fleischfressenden Pflanze gefressen worden. Von einer fleischfressenden Pflanze? Oder von einem Sucher. Von einem Sucher? Die kleine Lady ist eine echte Kämpferin. Tatsächlich. Was ist nun? Lasst uns losgehen. Ja, hoch oder runter? Hoch oder runter? Wir gehen erstmal hoch. Dann holen wir schnell Janus. Komm, darauf! Nein, da lang. Glaub mir, darauf! Ich kenne Janus besser. Wenn einer seine Botschaft deuten kann, dann ich. Ach. Ah, Kyra, ey. Ich hoffe, ich habe recht. Einfach nur, um es ihr zu zeigen. Die Burg kommt mir irgendwie bekannt vor. Echt? Ich überlege gerade, ob ich die aus... Hey! ich die aus dem ersten Teil kenne. Du mich auch. Aber jetzt gerade fällt es mir nicht auf. Ideales Versteck für Tiere. Sag ich doch. Ja, genau das hat er wahrscheinlich gemeint. Ob Janus denn da versteckt hat? Wie geil, ey.
Okay. Ich bringe Rini lieber keine Kerne mit. Das letzte Mal ist sie fast daran erstickt. Oh. Nee, dann vielleicht nicht. Da fließt schon lange kein Wasser mehr durch. Okay. Alter, alles Brunnenloch. Da wird Janus ja wohl nicht sein. Da wird Janus wohl nicht sein. Zack. Schiebetür. Hey, die lässt sich schieben. Auch eine Schiebetür. Aber was ist denn in der Kleine? Ach, guck mal, die geht wieder zu. Rini würde da bestimmt reinkrabbeln. Ihr wäre es egal, ob da Spinnen drin sind oder anderes Ungeziefer. Kaum zu glauben, dass wir die gleichen Gene haben. Das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich euch beiden sehe. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier weiter, bevor die wieder zugeht. Beeil dich doch! Meine Fresse. So. Laden, laden. Oh, gut durchlüftet das Gemäuer. Hoffentlich wartet die Decke noch ein bisschen mit dem Einsturz. Horus, das Zeichen von Janus. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich brauche eine Leiter. Nee, das ist aber nicht die... Die müsste mal wieder gegossen werden. So, wo ist Bot eigentlich? Das ist aber nicht die, die Burg, wo wir dann... beim ersten Teil auch mit drin war, ne? Ne, ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste. So. Ich dachte, er zieht jetzt am Gestrüpp. Irgendwie hatte ich da Gestrüpp gelesen. Na gut. Mein Fenster. Das ist die erste Sprosse. Oh, schön oder schlecht? Ich weiß es noch nicht. Wow, eine Riesenblüte. Und voller Pollen, auf die ich bestimmt allergisch reagiere. Was eine Memme, ey. Nicht einatmen, nicht einatmen. Oh, das riecht aber gut. Super, riecht das. Oh, oh. Das Ding ist eine Schlange. Wieso ist das eine Schlange, verdammt? Weil das hier Silence ist. Ey. Und jetzt such die beiden restlichen Schlangen zusammen. Es müssen drei sein. Hm? Hallo? Ist da jemand? Nein, niemand. Also, ja dann. Das ist alles nur in meinem Kopf. Nur in meinem Kopf. Das ist alles unglaublich. In meinem Kopf. War das Shana? War das vielleicht Shana? Wie die Schwester, ey. Erstmal schön kiffen. Wie? Was war das denn jetzt hier? Das sind Instrumente. Eine Laute, eine Panflöte, eine Triangel. Ich dachte, das wäre eine Trommel. Meine Erinnerungen an den Flötenunterricht sind sehr verschwommen. Ja, gut. Oh, wie schön. Okay. Die müsste mal wieder gegossen werden. Ja, die müsste gegossen werden. Das heißt, da müsste ich ja eigentlich dann Spot irgendwie mit durchkriegen. Der Bolzen hält die Lampe oben. Mir egal, ich brauch ihn als Sprosse. Richtig. Und da ist noch die Neseblume. Fantastisch. Und sie ist... Da ist die nächste Schlange. Ach, die Sprosse ist die Schlange geworden. Wow. Okay.
So hört sich schon besser an, ne? Okay. Das heißt, wir müssen doch bestimmt. Wie geil. Er ist voll drauf, ey. Wir müssen doch bestimmt. Warum lacht er so doof? Wir müssen doch bestimmt den Spot holen, dass der für uns Wasser auf die Blume macht. Ah, ganz bestimmt. Hoffe ich. Weil das wäre eine Lösung, die wüsste ich jetzt so auf Anhieb. Nee, damit mache ich das zu. Dann dürfte da Wasser drauf kommen, vielleicht. Passt genau. Ja. Ja. Solange Rini schläft, werde ich unseren Rückweg organisieren. Gut. Wir brauchen doch nicht Spot. Ich kann nur hoffen, dass der Fensterladen nicht zu marode ist. Okay. Und der Hund wirklich aus Stein. Was genau bringt mir das? Fast wie im Zirkus. Achso, ich will Wasser holen, oder was? Oh, hier, Vorsicht, 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 Kollege. So. Aha. Und da holt er sich die nächste Dröhnung ab. Verdammt, schon wieder! Hey, ich hab genau ins Fenster getroffen. Ich kann werfen. Ja, sicher. Ja, sicher kannst du werfen. Du bist doch nicht Sedgwick. So, wir schieben die Tür auf. Und ab dafür. Jetzt wartet er erstmal, bis die Tür kurz vor zusammenfallen ist. Jetzt müssen wir noch dieses Musikrätsel lösen, glaube ich. Die Triangel da noch irgendwie rein. Ich kann die Musik sehen. Hornflöte, Laute, Triangel. Hier muss abends die Post abgegangen sein. Ja, mega. Also zu Laute, Flöte und Triangel gehe ich auch mal mega ab. Ja, so geht es. Ja! Und... Nicht bewegen. Brave Schlange. Gleich könnt ihr euch wieder nach Herzenslust winden. Aber erst wenn ich oben bin. Richtig. Und ab dafür. Schnell auf. Tada! Danke, danke, danke. Danke, danke. Wir gehen durch die Tür. Auch wenn die Musik geil war. Aber das ganze Spiel ist einfach geil. Oh Gott, mein Schädel brummt. Ja, du hast ja eine ordentliche Packung abgeholt gerade. Oh, wieso hab ich so einen mordsmäßigen Krater? Kater. Was zum... Was stand nochmal in der Botschaft? Guck an. Camp aus am Krater vorbei. Ja, wer hatte recht? Wer hatte recht? Ich hatte recht. Was die Erde hier wohl aufgerissen hat? Kennt ihr den? Der Stein da sieht aus wie jemand, den ich mal gekannt habe. Ja. Ralf? Die war so geil. Doch nicht. Ein Stein von vielen. Nein. Können wir die Kappe zerplatzen? Platsch! Schon wieder so ein Vieh. Okay. Ja, finde Hinweise, klar. Vogelpfeife. Die will ich mal sagen. Was ist das für eine Pfeife? Da pusten wir mal rein. Ist doch für Horus, oder nicht? Genau, erstmal eingesackt. Hey, Horus! Dann ist das Janus Vogelpfeife. Ja, klar. Mein treuer Freund.
Hey, Giftkrähe! Okay, ah, damit geht's zu Rini. Okay, können wir aus dem Krater raus? Lava Fontäne. Verbrennungsgefahr. Ja, da hast du absolut recht. Lava Krater, Ralf. Aus dem Krater können wir auch nochmal raus. Gucken wir mal, was da noch so ist. Und dann fliegen wir eventuell gleich mal zu Rini, wenn wir nicht weiterkommen. Zu der guten alten Rini. Oh oh. Oh oh. Ja. Ganz bestimmt. Feigling, ey. Schnell weg. Na gut, wir ziehen uns zurück. Ich würde mal sagen, das war genau der Punkt, wo wir nicht mehr weiterkommen. Und fliegen jetzt mit Horus zu Rini. Wenn es angeht. Verdammt! Rini! Irgendwas ist passiert! Ich muss zurück! Oh. Oh, das ist schlecht. Hätte ich das verhindern können, wenn ich direkt mit dem Vogel geflogen wäre? Nee, oder? Das wäre Quatsch. Wahrscheinlich davor. Oh, eine königliche Schatzkiste. Und ich bin die Königin. Ach, die ist so niedlich, ey. Ja, krabbel mal rein. Sie sieht aus wie Cedrics Mütze. Ich zeig sie nur, sobald er zurückkommt. Oh ja, das werden wir tun. Toll. Aber Cedric ist sogar noch ein kleines bisschen toller. Okay. Schlaft, meine Untertanen. Schlaft. Wenn ihr aufwacht, gibt's Rühreier mit Speck. Oh ja, bitte. Schade, dass hier keine Statue von der Königin steht. Ich würde gerne wissen, wie sie aussieht. Okay, Spot. Spot? Mein kleines grünes Baby. Ja, der ist auch immer süß. Okay, wir können bergauf. Wir können aber auch zurück. Noah? Geh mal zurück. Bist du da? Noah, wo bist du? Keine Sorge. Ich passe auf euch beide auf. Kyra? Wo sind die beiden hin? Okay, wir können hier nicht weg. Die Krakelschrift könnte ich nicht mal lesen, wenn ich lesen könnte. Ja, okay. Das ist ein Argument. Haben wir denn noch was in der Kiste? Eine Spieluhr. Wie schön. Boah. War das nicht eine Bombe? War das nicht eine Bombe? Nee, ich habe keine Zeit zum Spielen. Richtig. Ich muss regieren. Genau. Vor allem dürfen wir nicht an einer Bombe ziehen. Aha, ganz unten haben sie die Pistole versteckt. Die sieht gar nicht aus wie eine echte. Ob die überhaupt schießen kann? Puh. Ja, da knallen wir den Kürbis ab. Können wir die Vögel abknallen? Nein. Nein, war Spaß. Wir schießen auf den Kürbis. Ah, okay, so ist das gekommen. Na gut. Dann ist ja nochmal gut. Aber ich... Was ist passiert? Gar nichts. Fehlalarm. Sie ging ganz von selber los. Oh, Rini, ich habe so einen Schreck gekriegt. Das wollte ich nicht. Hast du Janus gefunden? Nein. Aber den Krater, den er erwähnt hat, seine Pfeife und sein Vogelsymbol auf einer Tür. Ich bin nämlich ein Tausendsasser. Dann warst du auf dem richtigen Weg. Los, Dankeschön. Wir brechen sofort auf. Aber da war ein Sucher. Den müssen wir aus dem Weg räumen. Ich weiß wie.
Wir könnten eine Falle bauen. Ich habe eine bessere Idee. Keiner hört ihr zu. Das ließe sich bewerkstelligen. Hallo? Hört ihr mich gar nicht? Ja, wir verschaffen uns Gehör. Ah, bla 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 bla. Sei doch still. Du lockst sonst die Sucher an. Aber sie können mich gar nicht hören und sehen. Die Sucher sind blind. Sie können gar nichts sehen. Ich meine doch, er nimmt mich nicht wahr. Weißt du nicht mehr, Sam? Natürlich nicht. Du bist ein kleines Mädchen. Genau. Und wir beschützen dich. Boah. Aber denn das Spackos. Wir machen ihn auf uns aufmerksam und locken ihn so in den Wald. Da haben wir was vorbereitet. Ein Loch im Boden, das wir abgedeckt haben. Das klappt doch nie im Leben. Vergiss nicht, dass sie blind sind. Ich ziehe dann das Spiel. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich muss regieren. Achso. Schade. Können wir jetzt einfach hoch? Ich bin sicher, komm, Spot. Wir befreien Janus. Genau. Wir gehen einfach jetzt. So. Hüpf. Wow. Ja, damit kennt sie sich aus. Aber das, was wir jetzt mit der kleinen Rini und dem Spot erfahren oder erkunden, das sehen wir in der nächsten Folge von Silence, The Whispered World 2. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an dem Spiel wie ich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.